ihr Upset und vor Yuki Ito, die um 6,5 Meter weiter gesprungen ist als die Deutsche. Es fehlt nur noch Emma Klinitz und die hält bei großartigen 221 Metern aus dem Training. Also, die kann richtig gut fliegen. Macht das wirklich sehr, sehr schlau und sehr gut. Aufgepasst auf die Slowenin. Ja, der geht schon wieder. Ja, der geht. Hohoho, der geht ordentlich. Jawohl, das ist ein neuer Weltrekord. Bravo. Hat die ein Fluggefühl? Stark, richtig stark. Und die einzige der Top-Favoritinnen heute, die wirklich Nerven behalten hat und einfach ihren Sprung gemacht hat. 226 Meter Weltrekord um 4 Meter verbessert. Oh, gut, gut. Schau mal, wie sie draußen steht. Die macht aber keinen Zucker da. Lässig, die Ski gut, unter Kontrolle gehabt. Unglaubliches Flugsystem. Sehr cool, sehr, sehr gut. Das bei Rückenwind unten. Also der Sprung richtig stark. Ja, bei den Damen ist die Raw Air in den letzten zwei Jahren fest in slowenischer Hand. Ja. Letztes Jahr war es Nika Krishna, heute Eva Klinitz, die hier auftrumpft. Jetzt auch beim Fliegen hat am Holmenkollen schon einmal gewonnen. Einmal Erste, einmal Zweite, dann Dritte in Lillehammer. Beim zweiten Bewerb Sechste und jetzt mit neuem Weltrekord zur Führung nach dem ersten Durchgang. Sensationell. Beeindruckend. Das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, wenn man nicht weiß, dass das eine Frau ist, man sieht keinen Unterschied. Nein, nicht. Gut, also wirklich. Und sie hat ihren Sprung gemacht und das reicht. Das reicht.